So, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen, liebe Clubmitglieder. Hallo, Tom. Guten Morgen, liebe Clubmitglieder. Guten Morgen, Clubmitglieder, liebe Gäste. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktienround. Aber wer sagt, oh, wo ist denn jetzt das denn heute hin? Das denn ist auf dem Weg zur Invest in Stuttgart und wird euch dann, sofern ihr denn auch da seid, in den nächsten Tagen gerne herzlich willkommen heißen. Heute mit, würde ich sagen, Showpraktikant Tom. Tom kennt ihr vielleicht schon aus der einen oder anderen Sendung, wenn ich mal nicht da bin oder das dann das gerne mit Tom machen möchte. Tom bei uns im Research-Team, das heißt immer die Folien, die ihr hier immer seht zum Aktien-Roundup, werden zum, unter anderem von Tom erstellt und auch der Research da hinten dran gemacht. Die ganzen Zahlen, Daten, Fakten, die wir präsentieren, werden also von einem Team recherchiert im Hintergrund und ja, heute vertretungsmäßig quasi, sonst sitze ich da drüben, heute sitze ich auf der Seite, ist Tom heute da. Und wir haben heute ein spannendes Thema wieder mitgebracht. Mich habt ihr auch eine lange Zeit nicht mal vor der Kamera gesehen, ich war ein bisschen krank, habe heute zum ersten Mal eigentlich wieder richtig eine Stimme, das heißt, passt perfekt, das denn fährt zur Invest und wir können uns zusammen hier das nächste Format anschauen. Nächste Woche, vielleicht gleich als Vorausschau, ist das denn aber ab nächste Woche im Urlaub, das heißt, auch da werden wir das Format ein bisschen anders gestalten, kommen wir aber später noch zu. So, Tom, du hast heute mitgebracht, Salesforce. Salesforce habe ich mitgebracht, genau. Den einen oder anderen sagt es vielleicht schon mal was, ist, richtet sich aber eher an Unternehmenskunden. Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von Customer Relationship Management Software, das heißt CRM-Software. Ein US-amerikanisches Unternehmen, wie man in der ISIN schon sieht. Und ja, das Unternehmen unterstützt quasi Unternehmen im Bereich Vertrieb, Marketing und Kundenservice und bietet Softwareanwendungen in der Cloud an, um die Kundenbeziehung zu verwalten. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Erstmal. Genau. Krise, Riesenfirma mittlerweile, ganz klein gestartet von einem Gründer, der von Oracle kam. Relativ spannend vielleicht das ganze Thema CRM-Systeme oder im Englischen halt Customer Relationship Management Systeme. Glaube ich, jede größere Firma heute, die am Markt aktiv ist, die irgendwas ein bisschen digital macht, also vielleicht noch nicht der Bäcker nebenan, aber jede Firma, die digital am Markt aktiv ist, braucht eigentlich so ein System, zumindest wenn sie in irgendeiner Art und Weise Kunden haben. Wenn es vielleicht nicht ein Wasserwerk ist, wo das nicht so wichtig ist. Aber ja, was machen CRM? Wir hier beim Traveler 24 haben auch ein CRM. Und zwar, ja, ihr könnt euch das so vorstellen, dass alle Daten, die rund um den Kunden irgendwie wichtig sind, also wenn wir wissen wollen, wem wir eine E-Mail schreiben wollen, wenn wir wissen wollen, wen wir anrufen wollen, wenn es ein Kundenproblem gibt, wenn jemand hier anruft und sagt, ja, ich bin der und der, dass man nochmal gegenchecken kann, okay, ist er das wirklich? Was ist die Frage? Können wir das beantworten? Welche Produkte habt ihr eigentlich gekauft bei uns und so weiter? Solche Sachen werden alles in einem sogenannten CRM gespeichert. Und wenn ihr heute zum Beispiel auch bei eurem Telefonanbieter anruft, eine Frage habt, da wird da keiner loslaufen in einem riesigen Karteikasten irgendwie eure Akte suchen, sondern das ist heute natürlich alles digital. Und das macht letztlich ein CRM. Und Salesforce ist eine der Player in diesem Markt. Und wir wollen uns heute diese Branche ein bisschen näher anschauen. Aber eben Salesforce auch als einen sehr bekannten Vertreter in diesem Bereich. So, Tom, wir schauen erstmal auf den Chart drauf. Lass uns das machen. Lass uns das machen, genau. Gerne, ich schalte mal rüber. Ein bisschen Charttechnik muss ja immer sein, oder? Genau, wir gucken das Ganze mal fundamental danach gleich an, aber erstmal kurz einen Blick auf den Chart. Hier zu sehen, also die Aktie von Salesforce, ganz spannend, wenn ich das richtig sehe, das Kürzel ist CRM. Das heißt, ne, also wenn man sagt, was ist das Produkt der Firma, das ist, steht sogar schon im Kürzel. Damals die Aktie ungefähr so um die 3 Dollar emittiert, auf den Markt gebracht. Wahrscheinlich mittlerweile gab es Aktiensplits, das heißt, es waren damals nicht 3 Dollar, aber nach heutigen Maßstäben sind es halt 3,30 Dollar. Und wenn man einfach mal schaut, 3,30 Dollar, jetzt so damals, oder das letzte Hoch war so bei 300 noch was Dollar, das heißt einfach hundertfacher, also ein extremer Anstieg dieser Aktie. Das heißt also, man sieht schon, das war also eine ganz klare Wachstumsaktie oder ist wahrscheinlich nach wie vor eine Wachstumsaktie. Und ein Unternehmen, was eben in der Vergangenheit extrem offensichtlich Umsätze und Gewinne gesteigert hat. Sonst würde der Aktienkurs sicherlich nicht so aussehen, weil so viel Zukunftsfantasie kann man, glaube ich, in der Aktie nicht haben, wenn da nicht entsprechendes Wachstum hinterlegt ist. Ja, was man ganz spannend sieht, ist, die Aktie hat eigentlich bis in die 2000er rein, bis also Corona zum ersten Mal hier kam, fast einfach nur exponentiell gewachsen. Der erste größere Rücksetzer kam eigentlich jetzt die letzten 2 Jahre, so im Rahmen der Zinswende, im Rahmen von den Spannungen rund um die Ukraine. Aber hier wird wahrscheinlich dieser Zins,
diese Zinswende den größeren Ausschlag gegeben haben. Da kommen wir später nochmal ein bisschen zu, was vielleicht auch so Ursachen sonst noch so waren, rechts und links fundamentaler Natur. Aber im Großen und Ganzen sieht man, die Aktie hat sich seitdem wieder auf die alten Höchststände erholt und ja, diese letzten kleinen Rücksätze sind eigentlich im großen Bild ja, kaum relevant. Wenn man ein bisschen drauf tiefer reinschaut, wir können ja nochmal ein paar Sachen uns hier anschauen. Wir haben hier im Chart, wenn man sieht, diese erste Rücksetzer dann rund um Corona war irgendwie hier, ziemlich genau hier eine wichtige Unterstützungszone. Ja, es war also hier das erste Hoch, was hier gemacht wurde in den 2000ern, dann ging es nochmal höher. Das Ganze hat dann hier Halt gefunden, ging nochmal höher, dann ist einmal drunter gerutscht, aber seit von dieser Zone aus hat wieder eine starke Aufwärtsbewegung gestartet. Das heißt, das ist so ein bisschen die 200er Zone, das ist so ein bisschen der Gradmesser eigentlich zur Zeit, woran sich das Ganze eben unterscheidet. Und da sieht man schon, aufgrund dieser hohen Volatilität, da ist sehr viel Musik drin. Da ist ja Tech-Titel, große, hohe Volatilität, also mal eben von hier 300 runter wieder auf die 120er, also ist mal einfach mal wieder gedrittelt und wieder verdreifacht. Solche Sprünge muss man bei Tech-Titeln eben nach wie vor eben auch ertragen können. Aber man sieht ja, diese Wachstumsgeschichte ist natürlich eine wahnsinnig tolle. Ja, was sieht man jetzt noch? Wir haben hier oben ganz offensichtlich bis jetzt zumindest einen Widerstand gehabt. Das heißt, das waren die letzten Hochs hier und dann hat auch der Kurs wieder angedockt. Seitdem ging es wieder ein bisschen tiefer mit den letzten Korrekturen auch im Tech-Bereich, allgemein im IT-Bereich, auch im AI-Bereich, wo sich also auch Bewertungen ein bisschen abgebaut haben. Und es gibt hier auch noch eine kleine Background-Story, die kannst du ja auch gleich nochmal erzählen, warum zuletzt der Kurs auch nochmal ein bisschen zurückgekommen ist. Ja, zuletzt hatte, man muss dazu sagen, Salesforce ist ein großer Akquisiteur, der hat relativ viele Übernahmen getätigt. Wir sehen da später auch noch eine kleine Übersicht zu und zuletzt wurde eine Akquisition angekündigt von Informatica und das hat der Börse nicht so gut gefallen. Das haben wir schön gesehen im Kurs, also der Informatica-Kurs, dem hat das natürlich gefallen. Die Aktie ist schön rauf, 7% nach der Ankündigung, nach dem Raunen, was da durch die Börse ging. Aber der Salesforce-Aktie hat das nicht gefallen, die Analysten haben sich auch negativ ausgesprochen. Und man sieht da dass, den schönen Abfall der Aktie um knapp 10%. Hat sich aber jetzt so ein bisschen wieder gelegt alles. Die Übernahme ist vom Tisch. Salesforce wollte doch nicht so viel bezahlen, wie Informatica gerne wollte. Und so schnell kann das dann gehen. Alles Schall und Rauch gewesen. Am Ende nicht wirklich viel passiert, trotzdem der Kurs eingebrochen. Und haben wir natürlich jetzt ein schönes Potenzial zurück zu den neuen Höchstständen. Wir haben ja, wie du eben schon meintest, die alten Höchststände schon so ein bisschen wieder angekratzt. Und das Geschäft hat ja auch wieder richtig schön angezogen. Da blicken wir ja gleich nochmal drauf. Bleibt auf jeden Fall spannend, die Aktie, besonders jetzt gerade. Genau, man sieht hier schön diesen Sprung. Das waren diese rund 10% Minus von um die 300 eben auf 270. Und ja, aber das ist typisch. Akquisitionen kosten Geld. Das, selbst wenn da viel Potenzial, Zukunftspotenzial da ist, geht eben erstmal Cash aus der Firma raus. Das kostet Geld. Übernahmen haben auch ein gewisses Risiko, ob das Ganze eben aufgeht, ob man zu viel am Markt bezahlt. Im besten Fall, wenn man zu wenig bezahlt, dann wird das langfristig im Aktienkurs sich auch positiv niederschlagen. Genau, das zum Chartbild. Gehen wir zurück zur Präsentation und gucken Salesforce mal ein bisschen genauer an. Also, Tom, was ist ein CRM-System? Ja, du hattest das ja eben schon kurz beschrieben und es ist quasi einfach eine Strategie zur systematischen Gestaltung der Beziehung und Interaktion einer Organisation mit den Kunden, um einfach das Ding... Klingt ja fast schon wissenschaftlich. Das klingt fast schon wissenschaftlich, um das quasi das Customer Lifetime Value zu erhöhen, um quasi das Geld, was man mit dem Kunden verdienen kann, zu erhöhen, indem der Kunde einfach das Gefühl hat, dass sich besser oder einfach sehr gut um ihn gekümmert wird und nicht man, wie du das eben schon meinst, bei den Wasserwerken anruft, die wissen gar nicht, wer man ist, man muss eine Nummer ziehen und sonst irgendwas, sondern dass man sofort Bescheid weiß, okay, das ist der und der Kunde, die und die Historie haben wir mit dem und das ist so ein bisschen das Ziel hinter CRM und wie eben schon gesagt, ist Salesforce da der weltweit größte Anbieter. Wir haben da gleich auch noch eine schöne Übersicht, die da den Abstand zu den anderen Konkurrenten zeigt. Das ist ja wirklich echt sehr schön, wie das aussieht. Genau, man kann sich vorstellen, dass man sehr viele Sachen tun muss und es geht immer sehr viel um Daten. Sehr viele Daten müssen irgendwie erfasst werden. A, natürlich die Kundenstammdaten, aber eben dann auch, was hat ein Kunde bestellt, wo steckt der in irgendwelchen Prozessen. Also wenn man jetzt mal ein bisschen weitergeht, geht es ja auch sehr stark um Prozesse zu digitalisieren. Wenn man jetzt mal eine Krankenkasse als Beispiel hätte, dann muss vielleicht eine Anmeldung oder eine, ja, man muss durch einen Prozess durch, weil man irgendwelche Sachen einreichen muss, Dokumente einreichen muss. Und solche ja, Prozesse, die sich rund um den Kunden halt drehen, die können eben entsprechend mit solchen Systemen abgebildet werden. Das Ganze digital und für den Kunden möglichst einfach nachvollziehbar und das machen letztlich CRM-Systeme. Es geht immer um Effizienzsteigerung an der Stelle und ja, Salesforce, du hast gerade schon gesagt, ist die Nummer eins.
ist die Nummer eins, würde ich sagen, oder? Wir haben da jetzt auch SAP dabei als deutschen Konkurrenten, aber man sieht das ganz schön durch die gezielten Übernahmen, die Salesforce getätigt hat in den letzten 25 Jahren, seitdem das Unternehmen existiert, aber auch durch die eigene Innovation hat sich das Unternehmen tatsächlich bis an die Spitze befördert und es ist tatsächlich in vielen großen Märkten, nicht nur in den USA und Europa, einfach die Nummer eins in dem CRM-Systembereich. Genau. Ja, SAP hast du gerade gesagt, SAP hat ja noch einen anderen Fokus auch, also nicht nur CRM-Systeme. Oracle, riesiger Datenbankanbieter, davon, wie gesagt, ein Mitarbeiter von Oracle hat damals eben auch Salesforce gegründet und denke mal, Datenbankwissen oder das Wissen über Datenbanken und wie das alles zusammenhängt und wie man Daten verarbeitet, sicherlich da sehr wichtig. Wir sehen hier nochmal diesen Track Record, das heißt den Aktienkurs, den wir vorhin gesehen haben, dieses schöne Wachstum sieht man eben hier auch an den Innovationen. Das Ganze ist gewachsen viel über auch Akquisitionen. Man hat also sich Services oder ja, Firmen am Markt gekauft, ist natürlich selber auch gewachsen mit seinen eigenen Produkten oder innerhalb dieser Produkte. Und ja, das Ganze, und das sieht man hier auch, wenn man mal guckt, ein paar Sachen kennt man vielleicht oder hat man schon mal irgendwie gesehen. Slack mal ein Beispiel, ist so eine ja, Management-Software, auch für Projekte zum Beispiel. Auch da kann man wieder sehen, das sind also auch nahe Produkte rund um Kundenbeziehungsmanagement. Was man aber bei all diesen Services denkt, man sieht, oder wenn man sich ein bisschen auskennt, schon mal ein paar Sachen gesehen hat, es sind ganz oft eben, oder ist eigentlich fast nur Software, die eben in der Cloud funktioniert. Das heißt, die Software wird nicht mehr per CD irgendwo hingeschickt an den Rechner, sondern das sind eben Software, die immer als Service angeboten wird, also irgendwo auf dem Server läuft und man kann sich einloggen und diese ganzen Daten ja, bearbeiten, weiterbringen und so weiter. Letztlich, solche Firmen leben sehr stark von Schnittstellen. Man muss alles Mögliche in diese Systeme reinkriegen. Man muss mit sehr vielen anderen Anbietern, solche Zahlungsanbietern zum Beispiel, als ein Beispiel zusammenarbeiten und so weiter, damit, wenn ein Kunde was kauft, dann eben die Zahlungsdaten in die Buchhaltung gehen können, der Kunde aber auch eine Rechnung bekommt, eine E-Mail bekommt, vielleicht auch sogar dann das Produkt selber ausgeliefert bekommt, geschickt bekommt oder digital zur Verfügung gestellt bekommt. All das machen eben die Systeme und all diese Firmen, die man hier drauf sieht, spielen da irgendwo eine Rolle. Ohne jetzt so ins Detail zu gehen, was das eben alles so ist. Okay, das sind die letzten größeren, ich glaube, dann Akquisitionen. Ganz genau. Das sind jetzt die letzten größeren Übernahmen. Wir sehen jetzt zuletzt Slack. Die Informatikerübernahme ist ja leider, oder man weiß es nicht genau, geplatzt. Und man sieht ganz schön, dass tatsächlich immer mehr, ein immer höheres Umsatzmultiple gezahlt wurde. Man hat angefangen damals bei Exact Target mit einem 9er Umsatzmultiple und jetzt zuletzt bei Slack hat man ein 27er Umsatzmultiple gezahlt für ein Jetzt müssen wir mal Unternehmen. kurz mal erklären, was ein Umsatzmultiple ist. Also letztlich die Firma, die man kaufen will, macht einen gewissen Umsatz, aber wenn man ein Multiple davon bezahlt, dann zahlt man das X-fache von diesem Umsatz als Kaufpreis. Ganz genau, Genau. ganz Machen wir ein genau. Beispiel. Gehen wir ganz kurz mal hier, was war das unten? 3 Milliarden Umsatz. Und man hat unten, muss ich kurz mal schauen. Nein, unten, also okay, jetzt sehe ich es genau. Also unten hier links zu sehen. 256 Millionen Euro Umsatz oder Dollar in dem Fall Umsatz. Man hat 2,5 Milliarden bezahlt. Das heißt, das ist das Zehnfache, das ist hin dieser Wert. Also man hat das Zehnfache des Umsatzes bezahlt und hier oben ist es dann wohl deutlich mehr geworden. Ja, 27er Umsatz-Multiple ist auf jeden Fall deutlich höher. Wir sehen es ja gleich noch im Snapshot, als das, was Salesforce im Moment hat. Und man hat mit Slack dann natürlich auch so ein bisschen das eigene Geschäft erweitert, aber auch einen Konkurrenten vom Markt gekauft. Das ist natürlich auch immer das Ziel. Das heißt, die Firmenbewertungen auch im Umfeld von Salesforce sind immer höher geworden. Ja, woran liegt das? Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass natürlich diese Firmen, die in der Digitalisierung von Prozessen aktuell eine Rolle spielen und auch die Zukunft mitgestalten, sind höher bewertet, weil einfach die Zukunftsaussichten deutlich höher sind. Man kann sich das sicherlich gut vorstellen. Viele Prozesse sind heute schon digital, aber bei weitem noch nicht alle. Ja, also wir sind nach wie vor dabei, dass nur ein Bruchteil dessen, was wir heute an Wertschöpfung haben, komplett digital stattfindet. Das heißt zum Beispiel auch nach wie vor, man denkt immer, Online-Shopping ist alles schon im Online-Shopping. Ja, es sind immer noch irgendwie zwischen 10 und 20%, je nachdem, in welchem Bereich man hinschaut. Das heißt, nach wie vor ist nicht alles digital und entsprechend haben Firmen, die da eine Rolle spielen, auch noch ein großes Wachstumspotenzial für die Zukunft. Auf jeden Fall. Und wir sehen das jetzt ja auch auf der nächsten Folie, in was für einem Markt Salesforce da aktiv ist. 290 Milliarden.
wurde der Markt geschätzt im Geschäftsjahr 2022, das ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Und man sieht da unten links ganz schön, wie groß der Anteil von Salesforce da nur ist und was für Wachstumsmöglichkeiten es noch gibt in den einzelnen Geschäftsfeldern. Wir haben da Sales, Service, Digital, Platform and Data, das sind die einzelnen Geschäftsbereiche, die einzelnen Softwarebereiche. Und da ist auf jeden Fall großes Wachstum möglich, besonders wenn man sich überlegt, dass dass wir ja den CAGR, also das durchschnittliche Wachstum, bis 2026 auf 13% geschätzt wird. Und Salesforce als einer der 13%, das heißt, die kumulierte jährliche Wachstumsrate, und um das nochmal ein bisschen einzusetzen, also jedes Jahr wächst das Geschäft um 13% oder jetzt hier erstmal der Markt. Genau, erstmal. Salesforce wird sich sicherlich von diesem Wachstum, wird eh nicht wachsen, also wird wahrscheinlich, werden wir gleich, wenn die Zahlen nochmal sehen, dann wird wahrscheinlich mit dem Marktminimum mitwachsen, wenn sie die Marktführer sind, vielleicht sogar stärker wachsen als der Markt, weil sie noch Marktanteile woanders sich holen. Genau, also man sieht hier, das ist ein Megatrend, Digitalisierung, digitale Prozesse, eben hier speziell eben rund um Kunden, ähnlich wie KI, ähnlich wie Chipindustrie, wo die Digitalisierung ja auch weitergeht, wo man auch die Hardware verbraucht, das ist eben ein Megatrend auch noch für die nächsten Jahre, das hört also jetzt nicht morgen auf und das sieht man hier eben auch an den Zahlen. Genau, gehen wir ein bisschen weiter. Was hast du hier mitgebracht? Genau, und das zeigt so ein bisschen die Kundenverteilung von Salesforce. Das heißt, in wie viel Cloud-Software die einzelnen Kunden abonniert haben. Das ist natürlich ein Abo-Modell, so wie wir es bei SaaS-Unternehmen ja kennen, also Software-as-a-Service-Companies. Und man sieht ganz schön, dass das Unternehmen relativ viele Nutzer hat, die nur eine Cloud nutzen oder zwei oder drei. Das sind relativ viele. Aber der Umsatz, der Recurring Revenue, das heißt der wiederkehrende Umsatz, wird eigentlich eher mit denen erzielt, die mehrere Software-Module quasi abonniert haben. Das heißt, wir haben dann ein hohes Upselling-Potenzial, dass man versucht, in den nächsten Jahren diese Nutzer, die 1, 2, 3, 4 Anwendungen nur nutzen, abzusellen. Das heißt, in höhere Verträge zu integrieren und mit denen dann halt einen höheren Annual Recurring Revenue erzielen. Das heißt einfach wiederkehrende Umsätze. Ja. Das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Genau. Das heißt letztlich, aktuell der durchschnittliche Kunde hat eher so nur ein Produkt. Ja, eins bis zwei. Und das meiste, was wo der Umsatz am stärksten ist, wo man auch diese Recurring Revenues hat, ist eben da oben. Und wenn man das von hier unten nach da oben verschiebt, gibt es also aus der eigenen, bereits bestehenden Kundenmasse noch sehr viel Wachstumspotenzial. Ja, okay. Sehr gut. Guck mal weiter. Ja, hier jetzt so ein bisschen der Strategiewechsel, auf den wir gleich auch nochmal so ein bisschen zu sprechen kommen. Man sieht erstmal ein wunderschönes Wachstum von dem Unternehmen. Wir haben jetzt das Finanzjahr 2023. Also hier ist Umsatz auch gegen Zeit aufgetragen, ne? Also der Umsatz des Unternehmens, der genau. Sich sehr gut steigert. Und dann haben wir dabei noch die operativen Margen. Einmal die Gap-Marge nach den Rechenlegungsstandards und einmal die Non-Gap-Marge. Und man sieht ganz schön, bei den beiden Margen, dass sie zuletzt angezogen haben. Das liegt so ein bisschen auch an dem Strategiewechsel vom Unternehmen, einfach das Wachstum ein bisschen zurückzufahren und einfach so ein bisschen auf Profitabilität zu schauen. Okay, das heißt, Umsatzwachstum war jetzt nicht im Fokus, sondern eher die Profitabilität. Genau. Zuletzt mit dem Restrukturierungsprogramm, was jetzt im letzten Jahr angekündigt wurde. Das sehen wir gleich auch nochmal ganz schön im Snapshot. Naja, wollen wir erstmal aber trotzdem auf die Geschichte eingehen. Gegründet wurde das Unternehmen, wie du hast eben schon gesagt, von dem Oracle-Manager Mark Benioff. Und der ist heute auch noch CEO, glaube ich. Der ist heute noch CEO. Auch interessant, ne? Also 1999 ist jetzt nicht gestern gewesen, aber er war nicht, 25 Jahre her. Er war nicht die ganze Zeit CEO. Aber es ist schon spannend, wenn der Gründer heute wieder als CEO ist 25 Jahre, ist schon echt ein Track-Record. Ja, und er steht ja wirklich wie bei keinem anderen Unternehmer, vielleicht bei Nvidia oder ähnlichen Unternehmen, steht er auch wirklich für das Unternehmen. Und mit Salesforce wird tatsächlich Mark Benioff immer identifiziert. Und Mark Benioff ist Salesforce, Salesforce ist Mark Benioff. Das Unternehmen hat am Anfang relativ viel Aufsehen erregt, dadurch, dass es halt von Anfang an in der Cloud gearbeitet hat und auf Software verzichtet hat und so ein bisschen den Tod der Software angekündigt hat mit inszenierten Demonstrationen vor Softwaremessen und ähnlichen. Ja, da muss man natürlich sagen, Software ist ja nicht tot, aber man meinte damit damals, also man muss ja auch reden, das war 2000, also ich weiß nicht, wo du 2000 warst, warst du schon geboren? Da war ich schon geboren. Aber noch nicht so lange. Aber da hatte ich noch nicht viel zu tun, noch nicht viel mit Software auf jeden Fall zu tun. Genau, also ich war da schon mittendrin, aber da war man also so ein Laufwerk mit CD-ROM war da schon noch völlig aktuell und völlig normal.
Und so war Software eben früher auch in der Regel. Das heißt, sie hat man installiert. Damals konnte man sie auch schon ins Internet laden. Aber dass Software und Dienste so komplett nur in der irgendwo auf Servern stattfindet, das war nicht Standard. Sondern man hat immer noch meistens installierbare Software gemacht. Und diese ja auch in dem Fall eben inszenierte Demonstration, das war letztlich ein Marketing-Coup, hat mehr oder weniger schon vorausgesagt, dass das nicht mehr der Standard sein wird für Zukunft, sondern dass eben Software sehr stark auf Servern läuft und da auch genutzt wird. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr mutiger Move, der aber auch relativ schnell sehr erfolgreich wurde. Man hatte in den ersten paar Jahren relativ schnell viele Kunden akquirieren können. Und wir hatten eben schon darüber gesprochen, 2001 wurde Benioff dann als CEO eingesetzt, ist dann bis heute CEO. Und das Wachstum war tatsächlich besonders in den ersten Jahren so rasant. Man hat so schnell neue Kunden und neue Umsätze generiert. Man hat im 6-Monatstakt die Offices wechseln müssen, um quasi dabei zu bleiben mit der Belegschaft, dass man knapp 5 Jahre nach der Gründung den Börsengang durchgezogen hat an der NYSE, also der New York Stock Exchange. Das Unternehmen hat damals knapp 110 Millionen US-Dollar eingenommen. Für die heutige Börsenbewertung von über 200 Milliarden natürlich nur ein kleiner Tropfen zum Aufgabepreis von zurückgerechnet jetzt 11 US-Dollar. Das gab es Genau. irgendwann mal einen Split dann wahrscheinlich von 4. Genau, da gab es auf jeden Fall 4 einen ungefähr. Split. Genau. Ja, gehen wir ein bisschen weiter in die Geschichte. Ja, dann hat man hat relativ früh dann festgestellt, dass man nicht nur die eigenen Entwickler auf der Plattform arbeiten lassen sollte, sondern auch Drittentwickler quasi mit dran arbeiten lassen sollte und hat dann den App-Exchange-Dienst eröffnet, mit dem dann auch Drittanbieter eigene Anwendungen erstellen konnten und die Salesforce-Kunden zugänglich machen konnten. Das war auf jeden Fall ein großer Schritt, würd ich sagen. Man hat dann 2 Jahre später, 2008 in der Finanzkrise, als erstes Cloud-Computing-Unternehmen damals die 1 Milliarde US-Dollar-Marke überschritten und war dann ja auf einmal einer der größten Cloud-Anbieter und auch eins der größten CRM-Anbieter-Unternehmen. Dann gab es eine relativ lange Zeit, in dem das Unternehmen die bestehenden Systeme durch eigene Innovation oder durch Übernahmen einfach erweitert hat, die Systeme erweitert und quasi ja, einfach sich auf den Software so ein bisschen, ich will nicht sagen ausgeruht, aber die einzelne eigene Software so ein bisschen innovativ weitergeführt hat. Ja, sieht man auch lustig, auch diese Marketingstrategie von wegen Software zum Download, also zum Installieren ist nicht das Richtige. Hier unten auch wieder dieses Logo, sieht man hier unten, ist auch wieder bei diesem Act, bei dieser Marketingveranstaltung wieder das gleiche Logo wie der Software durchgestrichen. Also man hat darauf aufgebaut und hat wirklich von vornherein immer die Strategie gehabt, alles als Dienst anzubieten. Also dieser Unterschied. Genau, die Strategie war auch, man sieht das jetzt schön im Jahr 2012, hat dann das Unternehmen tatsächlich im großen Stil damit angefangen, neue Geschäftsbereiche zu erschließen, indem man quasi Übernahmen tätigt. Man hat damals drei Übernahmen getätigt und dann die Salesforce Marketing Cloud darauf aufgebaut und so ein bisschen Blut geleckt und danach gemerkt, okay, es geht auch durch Übernahmen. Es gibt andere Unternehmen, die auch gute Innovationen betreiben und da kann man sich dran bedienen. Und man muss halt dann einfach nur den Preis dafür zahlen. Dann hat 2014 hat die Arbeit an dem ersten KI-Tool begonnen. Damit war das Unternehmen tatsächlich eines der ersten. 2016 wurde dann Einstein das erste Mal veröffentlicht. Das war so ein Modul, was man quasi oben auf alle anderen draufgesetzt hat, was für alle anderen Softwareanwendungen nutzbar war und so ein bisschen einfach Daten noch besser zusammengefasst hat und ja, einfach Daten aggregiert hat von allen anderen Tools. 2016, also wenn wir jetzt aktuell vom KI-Hype sprechen, dann reden wir meistens ja von dem KI-Hype um die generative KI, das heißt, das ist wo also die sehr generisch und sehr generell arbeiten können. Damals, 2016, kommen auch so ein bisschen aus dem Bereich, war es natürlich deutlich spezieller. Das heißt, man hat in der Regel KI-Anwendungen für sehr spezielle Use Cases gemacht, die sicherlich dann verbunden und dann eben als dieses Einstein gebrandet. Das heißt, man konnte sehr dedizierte Aufgaben eben lösen, wahrscheinlich in dem Fall sehr stark Daten aggregieren oder Informationen aus Daten gewinnen, die man vielleicht so direkt nicht sieht. Heute die KI-Entwicklung geht deutlich breiter, auch mit der Rechenleistung, die eben jetzt zur Verfügung steht. Die kann sozusagen sehr viele Use Cases, sehr viele Fragen sehr generell beantworten. Das war damals noch spezieller, aber die waren auf alle Fälle ein Vorreiter damit.
Das auf jeden Fall. Und jetzt 2018 habe ich nochmal eine Übernahme mit reingenommen. MuleSoft, das ist damals ein Backend-Legacy-System, das sich mit der Cloud verbinden lässt und das Unternehmen quasi die digitale Transformation ein bisschen erleichtert. Und das war wieder ein Moment, wo Salesforce quasi das eigene Produktportfolio erweitert hat und einen Konkurrenten, ich will nicht sagen ausgeschaltet hat, aber so ein bisschen geschluckt hat und so ein bisschen die Konkurrenz ausgedünnt hat. Ja, 2020, 22, wir erinnern uns die Corona-Pandemie. Salesforce auch ein großer Profiteur von dem ganzen Homeoffice-Trend, hat damals auch Tools entwickelt, um Unternehmen, die Reise wollte ich fast sagen, die Bewältigung der Pandemie zu erleichtern, mit Tools wie, muss ich einmal kurz schauen hier, mit Tools wie mit Impfungstools, dass man quasi schauen kann, wie kriegt man die Belegschaft schnellstmöglich wieder ins Büro oder verschiedenen Arbeitswegsoftwaren. Ja, und allgemein natürlich, viele Geschäftszweige mussten sich noch stärker digitalisieren. Das natürlich noch Und dazu. davon hat natürlich Salesforce auch profitiert. Ja, und Ja. heute, wir hatten es eben schon gesagt, der größte CRM-Anbieter der Welt, ungeschlagen. Wir haben es eben gesehen mit dem 21% Marktanteil, dem Unternehmen gehört. Ein sehr, sehr breites Produktportfolio, was eigentlich alle Bereiche des CRMs abdeckt und jede Branche und jedes Unternehmen jeder Größe quasi eine Dienstleistung oder eine Softwareleistung zur Verfügung stellt, damit diese das CRM-System intern verbessern können. Sehr gut. So, schauen wir uns mal den Snapshot an. Das heißt, gucken wir mal in die Fundamentaldaten rein, wie sie denn heute dastehen. Das ist jetzt aus dem letzten Jahresbericht entstanden, letzten Richtig, genau. Jahreszahlen. Also, genau, sitzt in den USA, Kalifornien, dann wahrscheinlich Silicon Valley, schätze ich mal ganz stark von der Richtung. Genau, 1999 gegründet, haben wir gerade gesehen. Mittlerweile 35.000 Mitarbeiter, also auch schon echt groß. Nicht mehr ganz 300 Milliarden Marktkapitalisierung, wahrscheinlich zuletzt wären es fast so viel gewesen. Jetzt ist es ein bisschen runtergekommen. 0,1% Dividende, das heißt, es gibt sogar eine Dividende. Es wurde jetzt tatsächlich nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr, was wir jetzt zuletzt gesehen haben, wir sehen ja gleich noch die Zahlen, wurde das erste Mal eine Dividendenzahlung von 40 Cent pro Quartal angekündigt. Die wurde jetzt auch 10. April, glaube ich, das erste Mal ausgeschüttet. Und das sind jetzt natürlich die 0,1 sind jetzt auf das eine Quartal. Das ist natürlich nicht forward. Wir wissen nicht, was jetzt die nächsten Quartale passiert. Ja. Aber ja, zeigt in Es die beginnt richtige Richtung. zumindest, Dividenden zu zahlen, das Unternehmen. Genau. Und gucken wir mal auf die groben Zahlen draus. Hier sieht man mal, wie die Zahlen dastehen. Also 34 Milliarden Euro Umsatz, entsprechend hier 4,14 Milliarden Gewinn. Das macht eine Marge dann eben von 12%. Das ist die Profitmarge. Man sieht eine sehr gute Crossmarge, wie typisch für Software-as-a-Service-Unternehmen. Aber hier hängt halt noch viel on Top-Kosten dran: Marketingkosten, andere Kosten, Vertriebskosten. Ein Wachstumsunternehmen ist in der Regel sehr stark oder es gibt sehr viel Geld für Vertrieb aus, also Umsatzsteigerungen aus. Und entsprechend ist die Marge eben mit 12% profitabel, aber auch noch steigerungsfähig. Man sieht also hier der große Gap zwischen dem, was man direkt, wenn man das Produkt auf die Straße bringt, verdient und was man dann, wenn man alle anderen Kosten noch abzieht, was man dann noch verdient. Das heißt, da ist auch sehr viel Potenzial auch für Gewinnsteigerung, wenn man denn ein bisschen weniger auf Wachstum setzt und mehr auf Profitabilität. Wo du gesagt hast, geht ja schon ein bisschen in die Richtung. Das geht auf jeden Fall in genau diese Richtung. Man hat das jetzt im letzten Jahr und auch in dem letzten Quartal gesehen. Der Umsatz ist gesteigert worden, auch im letzten Quartal auch um diese 11%. Und die Kosten sind wirklich minimal um Millionenbeträge, will ich fast sagen, nur gesteigert worden. Man sieht das ja auch, die Profitmarge hat sich um 11 Prozentpunkte gesteigert, was ja innerhalb eines Jahres auf jeden Fall ein enormes Wachstum ist. Und dieses verringerte Umsatzwachstum so ein bisschen wettmacht, würde ich sagen. Genau. Man sieht auch hier Gewinnwachstum sehr hoch. Das heißt, man war vorher im Vorjahr wahrscheinlich nahe an der Null. Ganz genau. Ne, also man hat jetzt wieder deutlich mehr auf Wachstum gesetzt, Entschuldigung, deutlich mehr auf Profitabilität gesetzt. Und gehen wir ein bisschen weiter. Ja, Bewertung, man sieht es natürlich, ein sehr hochbewertetes Unternehmen, KGV von 66. Das liegt einfach daran, dass das Unternehmen sehr stark wächst und auch in der Vergangenheit sehr gut gewachsen ist. Die Profitabilität zunimmt, jetzt erst wieder oder Profitabilität zunimmt, aber in der Vergangenheit eben noch nicht da ist, wo man auch noch sein könnte wahrscheinlich, deswegen sehr hoch bewertet. Kurzumsatzverhältnis auch relativ hoch. Geringer Verschuldungsgrad, das ist gut. Bei dem Cash, den man hier generiert, ist das auch durchaus üblich. Und Interest Payment Coverage Ratio, daran erkennt man,
wie hoch oder wie vielfache man eben seine Schulden decken kann aus den Gewinnen. Das ist also auch ein sehr guter Wert. Und ja, unten die beiden Zahlen sind eigentlich die wichtigen. Umsatzwachstum und Gewinnwachstum der letzten 5 Jahre 33%. Also wir haben vorhin gesehen, die Branche wächst mit 12%. Ja. Wir haben mit 33%, das heißt, Salesforce profitiert überdurchschnittlich von diesem Wachstum, wächst nicht nur mit dem Markt mit, sondern schnappt sich Marktanteile. Man sieht es, wir machen sehr viele Akquisitionen, auch in den letzten 5 Jahren. Das heißt, man schnappt sich immer mehr Marktanteil, man wächst überdurchschnittlich in dem Markt, vom Umsatz her erstmal. Und das ja, Gewinnwachstum spricht dann eine ähnliche Sprache. Und ja, über 30% Gewinn- und Umsatzwachstum ist grundsätzlich ein sehr, sehr starkes Wachstumsunternehmen, was natürlich auch solide jetzt dasteht. Mit den Kurskategorien hat man gesehen. Ne? Das heißt, wenn man sehr starke Bewertungen hat, dann wackeln die in der Regel auch sehr gut, weil das eben nicht so stabil ist. Ein paar Prozent weniger Wachstum in die Zukunft projiziert, macht halt gleich einen ganz anderen Unternehmenswert, deswegen wackelt das so stark. Aber ganz grundsätzlich also ein sehr solides Unternehmen. Wir gucken nochmal auf die Charts drauf. Also oben ist natürlich die Reflexion des Börsenkurses, den wir ja auch gerade gesehen haben. Seit dem letzten Jahr eben auch wieder deutlich gestiegen. Dieses Jahr 5% im Plus und so steht die Aktie letztlich da. Genau, gucken wir noch ein bisschen rein in die Zahlen. Was hast du mitgebracht? Genau, das ist jetzt einmal noch von der Unternehmenspräsentation. Das fasst eigentlich so ein bisschen eigentlich nur den Snapshot zusammen. Man sieht ganz schön das Wachstum 11%, darunter aber die Diluted Earnings per Share, das heißt der Gewinn je Aktie 1900% gewachsen. Das war die Zahl, die wir gerade auch gesehen haben, mehr oder weniger. Genau, genau. Und dann haben wir auf der Cashflow-Seite sehr schön natürlich auch operativer Cashflow überdurchschnittlich auch gewachsen mit 44%. Free Cashflow ist jetzt nicht angegeben, da er im letzten Jahr negativ war, aber auch sehr hoch. Man muss nicht so viel investieren und hat auf jeden Fall generiert jedes Jahr Milliardenbeträge an Cash. Ja. So, hier nochmal das Wachstum der einzelnen Segmente. Also über alle Segmente hinweg. Ein sehr ähnliches Wachstum. Ne? Ein paar stechen hier raus. Also man sieht da hier Slack auch als Akquisition entsprechend natürlich mit entsprechendem Wachstum. Ja, kann man nochmal so stehen lassen, einfach so als Überblick. Ganz genau. Genau. Wie verteilt sich das ganze Geschäft? Also sehr stark der Footprint gewesen in dem, also hier ist jeweils das Wachstum drin, ne? Also sehr stark das Wachstum gewesen im Jahr 23, eben speziell auch in Europa und in Asienraum, in Europa jetzt abgeschwächt, allgemeine Konjunkturlage, aber in Asienraum sehr stabil geblieben, USA auch ein bisschen abgeschwächt. Das heißt, man hat ja vorhin schon gesagt, wir haben es ja vorhin schon gesehen, der Umsatz wächst nicht mehr so stark, aber man setzt eben auf Profitabilität und das setzt sich hier eben auch im Umsatzwachstum sieht man das eben hier entsprechend auch. Genau, das ist nochmal der Quartalsüberblick, auch zuletzt. Ähnliches positiv, Bild. Positiv. Sehr, sehr ähnliches Bild zum Geschäftsjahr. Nochmal das Abschlussquartal hat nochmal natürlich das die beste Performance gezeigt, besonders weil das Vorjahr auch negativ war. Das Vorjahresquartal. Aber eigentlich zeichnet es genau das gleiche Bild wie das Geschäftsjahr. Die Entwicklung, das Restrukturierungsprogramm, was jetzt im vergangenen Jahr angekündigt hatte, zieht voll durch. Man hat Belegschaft entlassen, man hat Büros abgebaut und einfach die Kosten gesenkt. Und den Umsatz dennoch gesteigert, sodass wir eine schöne Margenausweitung gesehen haben. Ja, sehr gut. Hier noch die Übersicht über die Ausgaben. Unterstreicht genau wie eben schon gesagt, einfach das Bild, dass die Restrukturierungsmaßnahmen fruchten, die Kosten werden gesenkt und prozentual werden die Kosten vor allem auch gesenkt. Man ist von 71% auf 68%. Ein Stück weit runter, während der Umsatz trotzdem immer noch gesteigert wurde. Genau, das sieht man eben jetzt im Gewinnwachstum dann entsprechend. Genau, das ist die Guidance, das ist die Prognose. Genau. Was dazu sagen? Ich würde fast sagen, das unterstreicht nochmal so ein bisschen das, was wir in den letzten 5 Folien gesagt haben. Der Umsatz, moderates Wachstum von 8-9%. Wir hatten vorhin den CAGR mit 13% gehabt. Das wäre drunter, aber Unternehmen sind ja eigentlich immer sehr vorsichtig in der Guidance und übertreffen lieber ihre Zahlen. Aber man sieht das ganz schön in den Earnings per Shares, also die EPS, der Gewinn je Aktie. Da wird ein Wachstum von fast 50% erwartet. Das heißt, auch für dieses Jahr erwartet man, dass die Restrukturierungsmaßnahmen weiter Wirkung zeigen und diese noch nicht vollständig abgeschlossen sind, sondern man weiter die Profitabilität hochschrauben kann und man weiter die Margen ausweiten kann. Ja, und so ein Wachstum so im Gewinn von fast 50% heißt ja auch, dass das KGV runterkommt. Das macht man mal 1-2 Jahre. Und da wären wir dann so bei der Bewertung dann schon bei einer fast einer Halbierung vom KGV her, also dann eher bei
KGV von 30, wenn man das mal 2 Jahre machen würde. Das heißt, dann passen die Zahlen auch wieder ein bisschen ins Bild. Die Aktie ist teuer, ja, aber aktuell setzt man eben auf Profitabilität, auf Gewinnwachstum vor allen Dingen. Und dann würde die Bewertung, wenn sich das dann wirklich so bewahrheitet, also wenn die Prognosen und die Guidance des Unternehmens, das Unternehmen sich wirklich so entwickelt, wie erwartet, auch wieder passend zu so einem Unternehmen. Und darauf kann man letztlich setzen. Wie man dann den Einstieg findet, ist dann natürlich eine andere Geschichte. Machen wir nochmal die Summary. Also, Login-Effekt, das ist immer das Klassische bei Software-as-a-Service-Unternehmen. Wenn man einmal da ist, seine ganze Infrastruktur auf so einem System aufbaut, ist man in der Regel da drin. Das heißt, man hat sehr planbare Umsätze. Das heißt nicht, dass man für immer und ewig auch diese Kunden behält, aber es ist schon deutlich schwieriger für einen Kunden, von so einem Unternehmen wegzugehen. Und man hat vor allen Dingen dann eben diese Möglichkeit, sehr gut Umsätze zu planen, weil man eben weiß, dass Kunden nur mit einer gewissen Rate eben aufhören, den Service zu nutzen. Und das macht sehr planbare Umsätze auch. Und das hilft sicherlich auch Salesforce jetzt, wenn man sagt, man hat so eine Strategie, man möchte jetzt Umsatz ein bisschen aufgeben, Wachstum, Umsatz aufgeben, aber mehr in Profitabilität reingehen, weiß man ja schon, was an Umsätzen so kommen wird. Man kann das besser projizieren. Und das ist, glaube ich, absolut der Pro-Punkt von so einem Unternehmen. Da kommen jetzt nicht Überraschungen oder wahnsinnige Überraschungen in der Regel rein, was so die Planbarkeit der Umsätze eben angeht. Ja, breites Produktportfolio haben wir schon gesehen, auch gerade durch die Übernahmen. Aber auch so, Software as a Service lebt davon, dass man es sehr modular erweitern kann. Und das Schöne ist immer, wenn man neue Module hinzufügt, neue Service hinzufügt, die stehen dann allen zur Verfügung und hat dann so immer das direkt, kann sofort allen anbieten, das Produkt steht allen zur Verfügung. Man ist also breit aufgestellt. Ja, Fokus auf Profitabilität, das mögen Börsen grundsätzlich immer und mögen vor allen Dingen auch Anleger, diesen Fokus zu machen. Ja, was gibt es auf der Kontraseite zu sagen? Auf der Kontraseite, ja, du hattest das eben schon gesagt mit den Login-Effekten und ich würde sagen, ein Grund dafür, dass das Unternehmen kurstechnisch im letzten Jahr so zurückgekommen ist, ist auch, dass die großen Tech-Konzerne wie Facebook oder Meta, Alphabet und auch am Ende ja auch Apple einfach Mitarbeiter entlassen haben und Salesforce rechnet nach einem Seat-based Abrechnungssystem ab. Das heißt, für jeden Mitarbeiter, der Salesforce-Software nutzt, muss einzeln gezahlt werden. Natürlich gibt es dann Unternehmensverträge, sodass man sagt, okay, man holt sich direkt 10.000 Salesforce-Konten, zahlt dann natürlich weniger. Aber wenn natürlich Menschen oder Personen entlassen werden, Mitarbeiter entlassen werden, ja, dann sinkt natürlich auch die Nachfrage nach den Produkten von Salesforce. Genau, man hat da eine gewisse Flexibilität drin. Also wir kennen das auch. In unserem System haben wir teilweise auch pro Mitarbeiter zahlen wir gewisse Logins sozusagen und können das System eben dann pro User sozusagen benutzen. Und ja, wenn Mitarbeiter schwinden, ja, gerade die großen Firmen, das merkt man dann eben dann schon. Ja, teure Übernahmen, was haben wir vorhin schon gesagt, sowas hat immer so ein bisschen Effekte auf den Börsenkurs und da kann auch eine größere Übernahme dafür sorgen, dass das Unternehmen doch mal deutlich abgestraft ist, erstmal vom Kurs her. Das heißt ja nur, dass die Bewertung zurückgeht, das heißt ja nicht, das Unternehmen deswegen plötzlich ein anderes oder schlechter da steht, aber die Bewertung wird dann relativ schnell abgebaut, weil natürlich dann solche, zum Beispiel, man setzt jetzt eben darauf, die Margen oder die Gewinne um 50% rund zu steigern, jetzt möchte man eine größere Übernahme machen, dann ist so ein Ziel natürlich auch plötzlich weg und oder kann weg sein und solche Sachen werden natürlich dann sofort kassiert von der Börse, gerade bei Unternehmen, was so stark bewertet ist, weil man eben sehr viel Zukunftsmusik da drin sieht. Genau. Genau, und jetzt zuletzt noch hohe Kosten. Salesforce ist tatsächlich eines der teuersten oder das teuerste CRM-Modell, was man sich am Markt buchen kann. Das liegt natürlich auch daran, dass es einfach ein sehr, sehr breites Produktportfolio ist und man sich immer mehr Sachen dazu buchen kann. Aber selbst die Base-Software ist relativ teuer und es gibt auf jeden Fall andere Tools, die weniger Möglichkeiten oder weniger Softwareanwendungen beinhalten, die wesentlich günstiger sind. Und besonders für kleine und mittelständische Unternehmen muss man sich natürlich immer fragen, braucht man die komplette Lösung? Ja. Braucht man die komplette Lösung und muss man das auf die höchste Effizienz getrimmt haben? Und da entscheiden sich sehr viele kleine und Mittelständler da eher dagegen und sind dann bei günstigeren Alternativen dabei. Ja, wir hoffen, dass wir euch heute ein sehr umfangreiches Bild geben konnten zum Thema Salesforce. Du bist ja nicht investiert, bist du investiert in der Aktie? Ich bin leider nicht investiert. Ich hatte überlegt. Nicht bei $3 eingestiegen. Genau. Ja. Bist du nicht tatsächlich? Nee, Salesforce habe ich tatsächlich nicht. Ich habe andere Unternehmen, die ähnlich im Bereich unterwegs sind, aber nicht Salesforce. Genau. Aber jetzt ist auch schwierig, ne? Mit der Bewertung jetzt im Moment am Höchststand. Ist aber die Frage, wenn man es beimischt für lange Sicht. Ne? Wie geht es weiter die Woche? Also, wir machen gleich, genau, Kickoff kommt gleich. Wir haben Aktienwerkstatt.
heute Nachmittag auch wieder mit dir, Tom, und mit Auch mir. wieder mit mir dann. Was geht's da? Was gibt's da heute zu gucken? Wir gucken uns US-REITs an, REITs, gucken uns so ein bisschen den US-Immobiliensektor an, schauen uns zwei, drei Unternehmen an, die unterschiedlich performt haben, im gleichen Sektor sich befinden, aber trotzdem ganz unterschiedliche Bewertungen im Moment haben und ganz unterschiedliches und ganz einen ganz unterschiedlichen Geschäftsverlauf hatten in den letzten Quartalen. Genau, das machen wir heute Nachmittag für alle Aktienclub-Mitglieder. Und dann, ja, nächste Woche, wie gesagt, das ist ja dann im wohlverdienten Urlaub. Das heißt, ich mache dann mit euch den nächsten Teil der TWS-Einführung, also Trader Workstation. Wir gucken uns ein paar tiefere Themen an. Wir hatten ja letztes Mal den Einstieg gemacht. Diesmal gucken wir uns ein paar tiefere Themen an auf der TWS. Das wird also nächste Woche Donnerstag dann dran sein. Der Markt Roundup nächste Woche fällt aus. Wie gesagt, das ist nicht da. Und das ist der Plan für nächste Woche. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Vielen Dank, Tom. Und wir sehen uns heute Nachmittag ja dann zur nächsten Runde. Vielen Dank, Christoph. Ich freue mich. Ja, bis dahin. Ciao, Bis ciao. dann. Tschüss.